Als mir dieses Paket zugesandt wurde, dachte ich erstmal, holy moly, ist das groß. Dieser Bildschirmkarton war einfach so groß wie der Karton von meinem Gehäuse. Ich habe das selber nicht geglaubt. Als ich den Bildschirm ausgepackt habe, sah das so aus. Wie ihr sehen könnt, da wurden einige viele Kabel noch mit zugesendet. Unter anderem ist da auch das Stativ bzw. die Halterung vom Bildschirm dabei. HDMI-Kabel, Soundkabel, das ist alles dabei, was man wirklich braucht für diesen Bildschirm. Hier sind keine Grenzen gesetzt, was das Equipment angeht, beziehungsweise die Verkabelung des Bildschirms. Das ist einfach krank. So sah das denn ausgepackt aus und ich muss sagen, die Teile waren wirklich schwer, die waren wirklich hochwertig. Auch das Ganze, der ganze Karton hat so viel gewogen. Ich habe gar nicht geglaubt, dass da nur ein Bildschirm drin ist. Wir haben hier die Halterung vom Bildschirm, wie nennt man das? Das Bein vom Bildschirm. Wir haben hier diverse Kabel. Wir haben sogar ein Starkstromkabel für den Bildschirm. Das ist einfach krank. Und so sah der Bildschirm von hinten aus. Wie ihr schon sehen könnt, hier muss man gar nicht schrauben, um den Bildschirm zu befestigen. Ja, hier muss man nicht schrauben, um den Bildschirm befestigen zu können, sondern ihr müsst einfach nur einklicken. Ihr müsst nur einklicken, mehr ist das nicht. Ihr müsst keinen Schraubenzieher in die Hand nehmen, ihr müsst da keinen nervigen Schrauben suchen, ihr müsst da nicht rumschrauben und es geht vielleicht eventuell was kaputt. Nein, ihr müsst ihn einfach nur einklicken. Und auch beim Standfuß des Bildschirms müsst ihr kein bisschen schrauben. Da gibt es eine Schraube, wie auf dem Bild zu sehen, dann macht ihr einfach den Griff hoch und dreht die Schraube fest. Und schon ist das Ganze fertig. Und wie der Bildschirm dann fertig aufgebaut aussieht, zeige ich euch jetzt. Leider habe ich keine heftige Kamera, mit der ich das aufnehmen konnte, aber ich hoffe, ihr erkennt trotzdem, wie krank dieser Bildschirm einfach aus. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Und ich werde euch jetzt zeigen, was es im Stream zu verlosen geben wird. Und ich werde euch auch erklären, wie man das gewinnen kann. Und zwar haben wir ein Mini-Display-Port für Leute, die vielleicht eine ältere Grafikkarte haben, was sehr oft vorkommt. Ist so ein Teil sehr, sehr praktisch und kostet auch ein bisschen was an Geld. Deswegen verlose ich das. Vielleicht freut sich jemand drüber. Wer es nicht haben möchte, macht einfach nicht mit und wartet, bis das nächste kommt, denn wir haben noch ein bisschen was in petto. So, das nächste, was ich raushau, das habe ich noch liegen gehabt, tatsächlich. Ist noch neu. Das habe ich mal auf der Gamescom gewonnen. Und verlose ich jetzt an euch, das ist ein großes Mauspad, das habe ich auch liegen. Und zwar verwende ich das ja selber und muss sagen, das ist richtig gut. Gut, ein paar Flecken drauf, man kennt's. Mauspad, Easter. Etwas kleineres, und zwar eine Maus. Die sieht so aus, die ist noch komplett neu. Es gibt dazu keine Originalverpackung, aber ich denke mal, das wird denjenigen, der es gewinnt, nicht stören. Denn ich denke mal, diese Maus wird auch verwendet. So, dann haben wir hier noch ein Mauspad. Noch ein weiteres. Auch noch originalverpackt. Das waren jetzt so eher die kleinen Teile, die am Anfang rausgehauen werden. Und jetzt kommen schon die etwas dölleren Teile. Und zwar haben wir hier einen Steam-Controller. Ja, der wird von mir persönlich rausgehauen. Dieser Controller ist komplett neu. Ich glaube, ich habe den einmal ausgepackt und habe mal reingeschaut. Ich habe ihn aber nie verwendet, da ich immer Xbox gespielt habe. Das heißt, dieser Controller ist komplett neu. Ich glaube, der aktuelle Preis komplett neu von diesem Controller liegt irgendwas bei über 100 Euro. Und den werden wir auch zusätzlich raushauen. Und jetzt kommt das Highlight. Und zwar für die Streamer oder die es vielleicht irgendwann machen wollen unter euch, haben wir ein Scarlett Solo von Focusrite.
Der aktuelle Preis liegt da bei 99 Euro. Und es ist eine super Alternative, sein Audio-Setup aufzuwerten. Zum Beispiel dieses Mikrofon ist ein Rode Procast. Das ist verbunden mit einem XLR-Kabel. Das XLR-Kabel kommt hier rein. Und das ersetzt tatsächlich sogar auch ein Mischpult. Und wie einige wissen, ich habe das ja selber benutzt. Nicht dieses hier. Und ich habe das zurückgesendet, weil das bei mir einen Wackelkontakt hatte. Und ich habe das zurück zu Amazon geschickt. Die haben ein neues geschickt. Ich habe es aber nie verwendet, weil ich in der Zeit mir ein Mischpult zugelegt habe. Sprich, das ist auch komplett neu. Jetzt kommen wir zum Highlight. Das wirklich. Also, da geht nochmal ein Kuss raus an ViewSonic, dass sie uns so heftig unterstützen. Die haben mich angeschrieben, ob ich den Bildschirm reviewen möchte. Sprich, diesen Bildschirm auspacke und euch vorstelle. So wie wir es am Anfang des Videos gemacht haben. Und ich habe gesagt, ja, aber ich möchte meiner Community auch noch was zurückgeben. Das ist jetzt null so auf Heuchlerbasis gesagt, so auf Ehre, Mann. Ich kann euch auch gerne, wenn da irgendwelche Kommentare sind, die Chatverläufe zeigen. Ich habe gesagt, ich möchte meiner Community auch was zurückgeben. Ich stelle den immer nur vor, ich stelle den immer nur vor. Aber ich möchte denen auch mal was zurückgeben. Und da haben sie einen super Vorschlag rausgehauen. Jetzt passt auf, haltet euch fest. Ein Mini-Pocket-Beamer zugesendet. Die gibt es so auf dem deutschen Markt noch gar nicht. Die sind sehr, sehr, sehr neu. Und dazu sende ich euch jetzt mal hier einen Clip rein. So, und das war die Vorstellung von ViewSonic. Hier nochmal gezeigt. So sieht er verpackt aus. Ist alles noch original verpackt. Das Teil hat einen Marktwert von $169,99. Und davon haben wir nicht ein. Davon haben wir zwei. Die beiden werden rausgehauen. Die beiden werden rausgehauen im Stream. Ich hoffe, ihr seid hype. Der Stream dazu, der Giveaway-Stream, wird am Samstag um 15 Uhr online gehen. Um 15 Uhr am Samstag. Warum Samstag? Weiß ich nicht. Diese beiden Geräte sind im Wert von $338,99. Das ist einfach krass, was sie hier einfach reinhauen. Da deswegen auch nochmal. Guckt bei ViewSonic Instagram vorbei. Lasst ein Follow da. Schreibt in die Kommentare unter dem letzten Bild von ViewSonic. Egal was, Hauptsache die wissen, dass ihr von mir kommt. Und folgt mir auch auf Instagram, da werde ich dann auch nochmal die Ankündigung raushauen, wann es denn genau losgeht. Vielleicht kann es ein bisschen später werden, aber wir versuchen das pünktlich zu gestalten. Und was hier liegt, also Leute, ich bin kein großer Streamer und ich bin auch keine große Person des öffentlichen Lebens. Aber ich glaube, das ist mit einer der größten Verlosungen in der Kanalgröße, in der ich jetzt aktuell bin. Das ist einfach krass. Und ich hoffe, ihr seid hyped. Wir sehen uns am 4. am Samstag um 15 Uhr wieder und ich hoffe, ihr seid mit dabei. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen guten Rutsch, denn dieses Video kommt am 31.12. online. Das werde ich so einstellen. Deswegen wünsche ich euch schöne Silvesterzeit, einen guten Rutsch, viel Gesundheit und Kuss auf die Nuss. Haut rein.